Heute testen wir Bamble Wolf Care aus der Kälterei Krämer. Der Bamble Wolf Care ist in pfandfreier 0,5 Liter Dosen abgefüllt. Wir testen heute alle 5 Sorten. Wir beginnen mit dem Apfelwein Cola mit 65% Apfelwein und 35% Cola und einem Alkoholgehalt von 4%. Als erstes haben wir heute Bamble with Care. Prost. Prost. Auf jeden Fall süßer als normaler Apfelwein. Ich würde auch sagen, süßer als Apfelwein Cola, wenn man ihn selber mischt. Und auch nicht so sauer wie Apfelwein Cola, wenn man ihn selber mischt. Ja, also das schmeckt auf jeden Fall nicht so, als wäre da Coca-Cola drin. Markenname! Not sponsored. Noch nicht. Ganz ehrlich, wie kann Flo das trinken? Dann mische ich mir lieber selber, das schmeckt ja besser. Ich muss sagen, das Bock konnte ich besser weghauen. Ja, das Aloysius und das Hell waren auch. Und mein selbstgemischten hau ich auch besser weg. Finale Worte zum Bamble with Care Apfelwein Cola. Also, mir persönlich hat er zu wenig von so einem klassischen Apfelwein, der so für mich auch ein bisschen bitter und süß gehört, da schon dazu. Das fehlt mir da persönlich so ein bisschen. Wir probieren ja auch gleich noch, probieren wir noch den puren. Da schaue ich mal, ob das nur an dieser Mischung liegt oder ob das generell an dem Apfelwein liegt. Sehr süß, kann man aber auf jeden Fall als Erfrischungsgetränk auch gut trinken. Ja, da kann ich Ben nur zustimmen. Ich glaube, ich würde auch eher sie lieber selber mischen, weil man einfach auch eine Kontrolle darüber hat, wie viel Apfelwein, wie viel Cola man hat, nach eigenem Ermessen. Aber so für eine Party oder einfach nur, weil man keine Zeit hat oder keinen Bock hat, kann man das auf jeden Fall trinken. Deswegen gebe ich dem, ich würde sagen, 8 von 10 Äpfeln? Ja. Ja, ich würde mich da genauso auch anschließen. Also 8 von 10 Äpfeln kriegt er auf jeden Fall. Das Einzige, was mehr Äpfel kriegt, ist das, was ich selbst gemischt habe. Dann auf zur nächsten Dose. Als nächstes testen wir den Apfelwein pur. Das ist reiner Apfelwein mit einem Alkoholgehalt von 6%. Ich mag keine Dosen. Ich finde Dosen klasse. Ich mag Flaschen lieber. Theoretisch schon. Dosen haben auch was Gutes. Nur halt das Problem ist, sie sind aus Aluminium und das wird meistens nicht so sehr recycelt, obwohl es recycelt werden kann. Ja. Das ist halt immer dann, wenn man das Neue zu billig macht. Ja. Als nächstes haben wir Bamble with Care Apfelwein pur. Prost! Ich muss sagen, da würde ich doch eher von Potsdam mir einen Apfelwein holen. Der schmeckt irgendwie so ein bisschen nicht so kraftvoll. Der schmeckt einfach nicht so aussagekräftig, muss ich sagen, ja. Da hat man fast schon das Gefühl, der wäre irgendwie. Ja, die Äpfel wären so ein bisschen wässrig gewesen. Ja, genau. Der schmeckt eben wässriger als ein anderer. Der ist nicht so kräftig. Natürlich muss man ja sagen, das ist ja unsere
Meinung dazu. Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, andere Apfelweine sind zu kraftvoll, dann ist das natürlich genau der richtige. Eben, ja. Der ist halt was für Leute, die Apfelwein vielleicht ein bisschen milder lieber trinken würden. Da kann man das dann auf jeden Fall eher trinken. Ihr müsst euch merken, Ben hat einfach Cyber-Necromancy verübt und hat irgendwie so ein, zwei schlechtere GPUs und so ein CPU auf seinem Teppich geopfert, neben seinem Laptop, so in so einem Pentagramm. Und jetzt funktioniert seine Grafikkarte wieder. Also so halb. Halt wie ein Zombie. Also, Brain is dead, aber es läuft noch. Meine eine Schwester hat mir gesagt, wir sollen die Videos unbedingt unter 30 Minuten halten. Weil sie meinte so, wenn vorne eine 3 steht, ist es ein langes Video und wenn vorne eine 2 steht, ist es kein langes Video. Auch wenn es 29 sind. Da hat sie recht. Ja. Leider aber, ja. Aber scheiß auf Norm und Konform. Ich mache das so, wie ich das möchte. Und wenn ich will, machen wir 10 Stunden Videos. 10 Minuten Videos. Finale Worte zum Bamble with Care. Apfelwein pur. Also, ich finde es auf jeden Fall besser als das, was wir bisher an Gemischten getrunken haben. Schmeckt halt wie ein Apfelwein, minimal mit Wasser verdünnt, nicht so kräftig, aber an sich auch gut. Ich muss da sogar ein bisschen anders bewerten. Ich finde ihn zwar auch gut, und wie wir eben schon gesagt haben, er ist eher was für Leute, die vielleicht mal einen milderen Apfelwein trinken wollen. Aber eben nicht so ganz was für mich trinken, würde ich dem persönlich nur 5 von 10 Äpfeln geben. Also, ich würde ihm auch nicht meine, nicht ganz so viele Punkte geben, aber ich würde etwas über die 5 zu den 6 von 10 Äpfeln gehen. Okay, dann auf zur nächsten Dose. Jetzt testen wir Apfelwein Gold, ein Apfelwein verfeinert mit Quittensaft und 5% Alkoholgehalt. Nun kommen wir zu Bamble with Care Apfelwein Gold. Apfelwein Gold ist mit Quitte. Prost. Prost. Erste Eindrücke? Schmeckt auf jeden Fall interessant. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Das habe ich so noch nie getrunken. Schmeckt, ja, schmeckt gut. Würde ich mich so anschließen. Nur, ich habe jetzt den Quittengeschmack noch nicht so richtig rausgeschmeckt. Also es ist wirklich, glaube ich, nur eine ganz leichte Note. Ja. Ich mir das. Also das ist so eine ganz leichte Quittenote. Die gibt dir nochmal was sehr, sehr Gutes. Also es schmeckt sehr. Ja. So im Abgang schmeckt man sie dann schon, aber es ist wirklich sehr leicht. Aber es ist interessant. Also es ist kein normaler Apfelwein. Man merkt schon, es ist was anderes. Und das gefällt mir. Finale Meinung zum Bamble with Care Apfelwein Gold. Also das ist schwierig, weil es schmeckt gut, aber ich weiß nicht, ob ich es so gut finde. Ich habe da wirklich noch nicht wirklich eine Vorstellung, was ich dem geben soll. Ja, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall, es ist trinkbar. Es schmeckt mir besser als das pur. Es ist halt was anderes. Es gefällt mir theoretisch schon. Deswegen, ich glaube, ich gebe dem
7 von 10 Äpfeln. Ich weiß wirklich, also ich wäre so zwischen, ja, so 6 von 10 und 7 von 10 hin und her gerissen. Also es ist schon ziemlich gut, aber ja, sagen wir mal, es sind 7 von 10, Vincent. Okay, auf zur nächsten Dose. Als nächstes testen wir Apfelwein-Kirsch mit 70% Apfelweingehalt, 30% Kirschnektargehalt und 4,2% Alkoholgehalt. Jetzt trinken wir Bamble with Care Apfelwein Kirsch. Prost. Prost. Erster Eindruck will ich sagen, es ist auf jeden Fall roter als erwartet. Es schmeckt nach Apfelwein und es riecht nach Apfelwein. Man riecht so ein bisschen die Kirsche raus und schmecken tut man sie auch. Ja. Man merkt auch, dass es Sauerkirschen sind. Also, ich glaube auch Süßkirschen hätten hierzu nicht so gut gepasst zu einem sauren Apfelwein. Aber erster Eindruck ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Also sehr, sehr viel roter, als ich erwartet hätte. Ich hätte einen leichten Rotstich erwartet. Ja. So viel Rot, lange nicht. Und es schmeckt auch weniger nach Kirsche, für diese Rotfarbe auf jeden Fall, weniger nach Kirsche, als ich erwartet hätte. Das würde ich auch so unterschreiben. Aber, Pascal, du hast selbst gesagt, Dogecoin to $1. Ja, aber nicht mit Elons Hilfe, ich mag den Mann nicht. Ich finde den Mann merkwürdig. Seine Methoden sind fragwürdig. Eben! Aber, fick dich, Elon, so nennen wir das Video. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass er scheinbar einfach auf Wohnraum scheißt und in seinen fucking Fabriken schläft. Finale Meinung zum Bamble with Care Apfelwein mit Kirsche. Also, ich finde es an sich wieder auch was relativ Gutes, aber so ähnlich wie mit dem Quitte Apfelwein, mit dem Quitte Bamble weiß ich auch nicht so richtig, wo ich den auf meiner Apfelskala platzieren soll. Also, ich finde irgendwie, also die Farbe macht es auf jeden Fall so einzigartig. Aber der Geschmack spiegelt irgendwie, die Farbe spiegelt nicht wirklich den Geschmack wider. Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich habe bei diesem tiefen Rot schon gedacht, es schmeckt viel mehr nach Kirsche, wie so ein Apfel, wie so ein Kirschbier aus den Niederlanden oder aus Belgien zum Beispiel. Ich finde halt, er ist nicht schlecht. Man kann ihn wirklich trinken. Aber ich finde, er ist jetzt nicht so gut wie der Quitte. Deswegen gebe ich dem 6 von 10 Äpfeln. Also da würde ich tatsächlich auch mitgehen, dass der schlechter ist als der Quitte. Und wenn man den entsprechenden Weg mitrechnet, den Pascal auch mitgerechnet hat, dann bin ich tatsächlich bei 5 von 10 Äpfeln. Also ich trinke ja wesentlich lieber den puren, den Cola oder die Quitte, als diesen. Aber das heißt nicht, dass der schlecht ist. Ja. Er ist trotzdem gut. Es ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, falls ihr den noch nicht probiert habt. Probiert ihn auf jeden Fall, dass ihr einfach mal wisst, wie er schmeckt. Aber ich weiß nicht, der Kirschgeschmack ist einfach nicht so voll, wie ich ihn mir erhofft hätte. Ja, besonders durch diesen Rotton hat man auch einiges mehr erwartet. Wenn das ein leichterer Rotton gewesen wäre, wäre vielleicht nicht so vom Aussehen her nicht so ansprechend gewesen. Aber man hätte nicht so viel Kirschgeschmack erwartet. Andererseits muss man auch sagen, dass natürlich die meisten das direkt aus der Dose trinken werden und dementsprechend diesen Rotton so direkt eigentlich nie sehen werden. Genau.
Auf zur nächsten. So. Im Folgenden testen wir die Apfelweinschorle. Das sind 65% Apfelwein, 35% Sprudelwasser mit einem Alkoholgehalt von 4%. Prost. Jetzt testen wir den Bamblewood Care, die Apfelweinschorle. Der erste Eindruck ist, es schmeckt ähnlich wie Apfelschorle, nur eben mit diesem sauren Nachgeschmack von Apfelwein. Ja, es ist eben ein ganz klassischer, sozusagen ein gespritzter Apfelwein. Sauer gespritzter. Genau. Schmeckt genau wie er sollte. Finale Worte zur Bamble with Care Apfelweinschorle. Also, ich muss sagen, ganz ehrlich, ich lieb's. Also, Apfelweinschorle, beziehungsweise wie man es auch nennt, bei uns sauer gespritzter, das ist einfach meine liebste Form, einen Apfelwein zu trinken, weil es so das leicht Bittere ein bisschen weniger stark macht durch das Wasser, aber durch die Kohlensäure kommt das Saure noch ein bisschen weiter nach vorne, deshalb auch der saure Gespritzte. Und ich finde, das schmeckt einfach sehr, sehr gut. Das kann ich eigentlich nur so unterschreiben und da würde ich so mitgehen. Und deswegen dem Bamble with Care Apfelweinschorle 8 von 10 geben. Ich gebe dem Ganze 9 von 10 Äpfeln. Das ist, glaube ich, fast schon die höchste Bewertung, die wir bis jetzt auf dem Kanal jemals verliehen haben. Und ich glaube nicht, oder? Wir haben noch nie 9 von 10 gegeben. Echt? 8 von 10 war das, okay, höchste. Gut. Das ist die höchste Bewertung, die wir einem Getränk bis jetzt gegeben haben. Aber wir hoffen natürlich, dass irgendwann ein Getränk die 10 von 10 erreicht. Ja. Auf zur Gesamtreview. Nun unsere finale Bewertung von Bamble with Care generell. Also ich muss sagen, ich finde, man kann jede Sorte eigentlich schon trinken. Die sind alle echt in Ordnung, so zum auf einer Party trinken oder bei einer Grillfeier trinken oder einfach nur so zum Trinken. Nur wir haben eben ein paar, die wir besser finden als andere. Ja. Also am besten finde ich, wie ich bereits erwähnt habe, den Gespritzen. Genau. Danach bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Apfelwein pur oder der Apfelwein mit Cola. Ja. Aber auf jeden Fall vor dem Kirsche kommt auf jeden Fall die Quitte. Und als letztes kommt dann eben die Kirsche, die ein wenig mit ihrer Farbe so aufgetrumpft hat und dann irgendwie im Geschmack dann doch etwas enttäuscht hat. Es heißt jetzt nicht, dass die Kirsche oder die Quitte schlecht sind. Das sind immer noch sehr gute Sorten. Also ich würde sie auch jederzeit, wenn mir jemand die anbietet, sagen, jo, warum nicht? Kann man trinken. Nur eben das Gespritzte ist, und hier das Normale sind unsere Favoriten, und dann eben der Pur. Nur, wenn man jetzt Apfelwein pur trinken möchte, würden wir beide, glaube ich, eher aus der Flasche empfehlen, dass man sich wieder von Potsdam oder von Müller eben eine Flasche holt. Generell muss man natürlich sagen, bei Bamble with Care ist natürlich ganz klar kritisch zu bewerten, dass das alles nur in pfandfreien Dosen verfügbar ist, was natürlich für die Umwelt eine Riesenkatastrophe ist. Genau, besonders wenn man dann irgendwie ja dann mal außerhalb von irgendwie einem Haus, auf einer Wiese oder auf einem Grillplatz feiert, würde es dann auf jeden Fall unweigerlich dazu kommen, dass Leute eben da keinen Pfand drauf ist, die einfach so in der Natur liegen lassen, was ich persönlich und auch Ben nicht gut finden. Deswegen wäre es uns auf jeden Fall lieber, wenn da noch Pfand drauf wäre, so dass es dann nochmal eher eingesammelt wird und eher zum Pfandautomaten gebracht wird. Und selbst wenn, wissen wir ja alle, Aluminium wird eigentlich weniger recycelt. Dementsprechend
Dosen sind immer schlechter als Flaschen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Und ein Like da zu lassen oder auch ein Dislike. Kommentiert gerne, was wir als nächstes trinken sollen. Oder ob ihr konstruktive Kritik zum Video habt. Und damit bis zum nächsten Mal.